Ja, hallihallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay, einem kommentierten Gameplay, tut mir leid. Und zwar das Gameplay ist vom Action, mittlerweile DOC Action. Das Gameplay ist erspielt auf Arkaden. Es ist ein kleines Moab Gameplay, ich weiß, es ist ein bisschen defensiv gespielt, aber dennoch zu meiner Zufriedenheit und es fand's trotzdem gut. Er hat's gut gemacht. Er hat sogar sehr gut gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich das Gameplay benutzen darf. Ja, also er hat die ACR natürlich mit dem Schalldämpfer und der Magazinerweiterung dabei. Als Sekundär hatte die MP9 mit Schalldämpfer und die Perks in Plünderer Pro, Hardliner Pro und Meisterschütze Pro. Als Abschlussserie hat er dann den Spezialistenbonus und ich glaube, er hat Fingerfertigkeit auf der 1, auf der 2, Attentäter und auf der 3. Weiß ich nicht mehr. Werden wir ja gleich sehen. Okay, gut. Fangen wir mit dem ersten Thema heute an. Ja, das kleine Thema ist jetzt an die Clans gerichtet. Unter uns. Ihr kennt sie, die Clan Wars. Ihr hattet bestimmt auch schon jeden ein. Und ja, ihr hattet bestimmt aber auch schon die Situation, da hat ihr gedacht, Alter. Der hat an. Ja, diese Feelings, die hatten wir jetzt schon mehrmals in den letzten paar Clan Wars bei uns. Kiddies, Hacker und Leute, die die Regeln nicht folgen, das kotzt mich an und davon kriege ich einen Hals. Na gut. Fangen wir auch mit dem ersten Ding an, Hacker. Ja, wir hatten gegen einen Clan gespielt, von denen wurden uns auch von anderen Leuten bestätigt, dass die hacken. Und na gut, ich meine, kann jetzt immer wieder sagen, ja, vielleicht sind die einfach nur besser als ihr. Ich meine, ist ja nicht jeder gleich ein Hacker. Natürlich, bei mir ist es so, ich meine, jeder, der besser als ich ist, ist ein Hacker. Ich mein, ist ja logisch. Nee, Späßchen. Aber wir haben gegen sie gespielt und sie haben wirklich in der Final Kill Cam dann nach jeder Runde sogar offensichtlich ihren Hack gezeigt. Und also schön Pre-Fire auf straight in Head, man, durch die Wand. Also ja, das war nicht schön anzuschauen. Na gut, wir waren fair geblieben, haben nichts gesagt, haben den Clan Wars zu Ende gespielt, haben sogar sehr gut geschlagen, haben nur knapp verloren gegen diese miesen Hacker. Und naja, kann man nichts machen, aber ja, dann gibt es halt natürlich noch solche Clans, wo nur solche kleinen Kitties drin sind, wo dann vielleicht ein, zwei auch noch irgendwie einen Hacker haben, den sie dann unbedingt zeigen müssen. Und sich auch drüber freuen, so schärfer wird's dann, wenn man gewonnen hat. Und am Ende schreien dann diese kleinen Kiddy einen zu. Ja, also nein, wir haben gewonnen und so. Ja, ich hab alles aufgeschrieben und so. Und nein, wir haben gewonnen, Mann. Nein, 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 nein. Und Alter, ey, ich werd beinahe ausgerastet. Aber ich habe versucht, das mit den Zivilisiert zu klären. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich hab's aufgenommen. Ich kann es euch zeigen, ich habe alles aufgeschrieben und na gut, ich wollte mich damit nicht weiter befassen, wir sind einfach rausgegangen und die Sache war gegessen, man war ja nur ein normaler Clan War, da musste man sich jetzt nicht rumstreiten. Ja, das war's zu den Clan Wars. Wenn ihr auch mal solche Erlebnisse hattet bei einem Clan War, wo ihr echt dachtet, Alter, der hat doch an, oder solche Sachen wie, wo ständig irgendwelche kleinen Kitties im Chat rumgeschrieben haben oder ein Clan, der sich nicht benehmen konnte beziehungsweise die nicht fair spielen konnten oder die sogar den Regel gebrochen haben, also jetzt immer nach ESL-Regeln gespielt, dass die einfach mal eine Claymore geblendet haben. Naja, solche Sachen gibt's und wenn ihr sie schon mal hattet, schreibt sie in die Kommentare, ich möchte es von euch erfahren. Ja, zweites Thema, will ich schnell weitermachen und zwar, ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist oder ob es nur mir so geht, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit den Weapons in MW3. Also ich kann jetzt über 4 Delta One kann ich MW3 spielen, also es liegt nur an Steam, also fucking Steam kotzt mich echt an, aber ich bin froh, dass ich mal wieder ein bisschen MW3 spielen kann, wo jetzt einige sagen, Alter! Aber ich muss sagen, bei 4 Delta One laufen längst nicht so viele Hacker rum wie in Steam, was ziemlich komisch ist, aber es ist wirklich so. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so arg viel gespielt. Demnächst auch noch ein Gameplay von mir raus, aber jetzt habe ich erstmal eins von Action. Ja, mir kommt es manchmal vor, ich laufe lang, gebe einem, sag ich mal mit der UMP, ein, zwei Schuss und der Gegner ist down. Ich laufe weiter, sehe den nächsten Gegner und brauche
komplettes Magazin. Muss dann wahrscheinlich noch auf die Sekundär wechseln, weil der immer noch dasteht. Was mich auch, da kriege ich einen Hals, also da raste ich manchmal derbe aus, also das kann ich echt nicht leiden. Weil, naja, ich meine, mit den einen erst so ganz locker umkriegst und ich meine noch bei vollem Leben, ne, der hat vorher nichts abgekriegt. Und den anderen, da brauchst du noch so ein paar, ich meine, ich habe aber jeweils immer dann Menschen auf Post oder Headgame. Und ja, das regt mich auf. Geht das euch aus? Habt ihr manchmal so Aktionen? Alter, wie viel der schluckt? Also es kam mir auch manchmal bei Clanmos vor. Also da haben die echt sehr viel geschluckt. Ja. Jetzt mal ein bisschen was zu Action. Ja, ich freue mich nochmal, wie gesagt, jetzt zum wiederholten Male, dass ich von ihm das Gameplay bekommen habe. Ja, er ist jetzt wieder bei DOC. Ja, er hat einfach wieder Lust gehabt. Und er hat ja vorher einen eigenen Clan gehabt, aber jetzt hat er den nicht mehr weitergeführt, weil er viel mit Schule zu tun hatte und hat den erstmal abgesetzt und ja, dann hat mich hingefragt, ob er nicht wieder Lust hat, zu uns zu kommen. Und da ist er dann mit dem Übelstar, also mit dem Tim und mit dem Flo wieder zu uns gekommen und sind wieder bei uns aktiv dabei. Ja, also sie waren vorher da schon mal bei uns, also und der Clan der Doktors währte jetzt schon sehr lange. Aber ja, ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Und ich denke mal, es wird noch einen MW3-Support geben, da werde ich wahrscheinlich nie mit dabei sein, aber egal. Ja, das war mein Thema jetzt schon wieder. Heute mal ein bisschen länger gelabert. Ich glaube, wir sind jetzt schon 6,5 Minuten rum durch. Aber ja, ich freue mich, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ich werde das Gameplay jetzt noch ausklingen lassen mit ein bisschen Musik und schaut es euch zu Ende an. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich habe mich gefreut, dass ihr es angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Ghost. Motherfucker, used to be scared of the football. Yeah, man. Nah, I saw him the other night downtown. Wildin' out, man. It's crazy. Running around.
around Hennepin, waving a gun at frat boys and shit. Hey dog, I heard you got those trees. Wait dog, you can't possibly be even 13. What you doing open this late? Ain't got no older brothers to hold you in place. Yeah, I know, you gotta get your hustle on and life does go on and fronts like nothing's wrong. State law says you're too young to work, but a couple of bucks will put a gun up under your shirt. Coke, weed, junk, and speed. Teach me another type of hide and seek. Chemistry, economics, math, and business. Already a pimp before I...